Da sind noch mehr Gefäße. Alles... alles, als wäre nichts geschehen. Nein, das ist es nicht. Das auch nicht. Nein, Lukas, nichts. Warum ist sein Zimmer unberührt? Nein, 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 das ist nicht, was wir brauchen. Kein Glück? Nein, das sind nur gewöhnliche Tränke. Deine Mutter muss doch an einem komplexeren Elixier gearbeitet haben. Es muss einen anderen Ort geben. Einen anderen Raum. Nein, nicht, dass ich wüsste. Ein Opus Magnum macht man nicht einfach so. Sie muss irgendwo ein Labor haben. Ich weiß nicht. Wo soll das sein? Laurentius. Er hat sein Labor vor neugierigen Blicken verborgen. Deine Mutter muss also auch. Sie hat nichts erwähnt. Ich habe sie kaum gesehen. Jetzt habe ich's. Gibt es nicht einen Ort, den du nicht betreten durftest? Ich weiß nicht. Ein Ort, nun, den sie beschützt hat? Die alten römischen Ruinen. Da durfte ich nicht hin. Die römischen Ruinen. Ja, definitiv die Idee eines Alchemisten. Wo finden wir sie? Im Garten. Gehen wir. Okay, wo ist der Garten? Und wie kommen wir hier wieder raus? Oh nein, nicht da entlang. Wird nicht ausreichen? Du sollst eigentlich nur geradeaus gehen. So, okay. Die Frage ist jetzt nur, wenn wir nicht da entlang gehen sollen, wo gehen wir dann entlang? der Hof sieht nicht so gut aus. Sind sie weg? Nein, sie formieren sich neu. Du meinst... Lukas? Hier können wir nicht bleiben. Was machst du? Wohin läufst du? Nach rechts! Los! Ja, ja, ich komme! Oh mein Gott! Da sind noch mehr! Ich erleuchte das Zimmer, du kümmerst dich um die Ratten! Der Weg ist frei, Amicia, wir müssen weg! Ja, ja, sehr gut, sehr gut! Hör auf zu ducken, Mann, lauf! Das war knapp. Bewegung, sie könnten zurückkommen. Ich sterbe vor Angst, Amicia. Ich bin ja hier, aber wir müssen weiter. Herr im Himmel, es ist schlimmer, als ich dachte. Alles abgestorben. Wo sind die Bäder? Dort drüben, am anderen Ende. Ja, geil. Wir müssen da durch. Aber... Ich weiß. Wir schaffen das. Okay. Eine Blume. Sie ist unversehrt. Fingerkraut, glaube ich. Hugo würde nicht wollen, dass wir sie hier lassen. Fingerkraut. Diese Pflanze verdankt ihren Namen der Anzahl ihrer Blütenblätter. 5, wie Finger in einer Hand. In der Medizin kam sie seit der Antike in Form von Salben und Suden zum Einsatz, um Magen-Darm-Beschwerden zu lindern, Fieber zu senken und Blutungen zu stoppen. Sie wird außerdem als Symbol in der Wappenkunde verwendet und ziert die Wappen der angesehensten Familien im Nordwesten Frankreichs. Oh, da ist ein einzelnes Blättchen, das kann ich nicht nehmen. Schade. Na dann los, mach dich bereit zu rennen. Bereit. Bereit. Ja, dann komm, komm, komm. Komm schon, los! Ich habe nämlich keine Ahnung, wo ich hin muss. Deswegen müssen wir schnell laufen. Ja, wir machen am besten noch ein paar. Damit ich hier auf jeden Fall immer genug habe. Okay, also da... Oh, jetzt kann ich... Moment. Kann ich die nehmen? Das ist gut. Lauf, lauf, lauf. Ich weiß komm nämlich nicht, schon, wohin es geht. Schon. Hilfe! Keine Ursache. Ich glaube es nicht. Sieh sie dir an. Wie ein Fluss. Ein Fluss aus Ratten. Das ist der einzige Weg zu den Bädern. Moment, der Karren. Wir können das Feuer erneut entzünden, ihn schieben und... Nein, ich entzünde es und du schiebst. Was? Ganz allein?
Du hast gesehen, was vorhin passiert ist. Denkst du, sie lassen uns diesmal einfach durch? Schon gut, schon gut. Aber halt deine Munition bereit. Der ganze Aufwand darf nicht für die Katz sein. Okay, machen wir uns noch ein paar mehr. Komm, Lukas, vorwärts. Die Würfel sind gefallen. Ich habe vergessen, was das auf Latein heißt, aber egal. Er ist richtig schwer. Na los, streng dich an. Anstrengend? Ich habe mein ganzes Leben in einem Keller verbracht. Der Boden bebt. Willst du es auch? Ja, ja, sie kommen. Halte sie auf Abstand. Na bitte, wenn du meine Schleuder willst. Nein, danke. Schon verstanden. Sie formieren sich neu. Ich mach das. Sag mir doch einfach, wo du hin willst. Noch eine. Niemand stirbt, bevor wir diese Bäder erreicht haben. Als wäre es Schicksal. Seit wir uns kennen, wird unser Leben vom Chaos bestimmt. Aber ich habe die Schleuder, also beruhige dich und schieb weiter. Genau das mache ich doch. Wohin? Sie kommt zurück, schnell. Genug jetzt, ihr haltet uns nicht auf. Wie geht es dir? Meine Beine tun weh. Wir sind nah dran. Weiter so. Ich tue, was ich kann. Dann schieb auch so, dass ich sehe, wo ich hinschieben ziehen muss. Das liegt da drüben. Die Bäder. Wir sind fast da, Lukas. Amicia, ich habe nachgedacht und ich denke, dass... Was, Lukas? All diese Angriffe... Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Wir sind bestimmt auf der richtigen... Auf der richtigen Spur, ja. Aber wir müssen bis zum Ende durchhalten. Oh, was war das gerade? Oh. Geschafft, Lukas. Wir haben es geschafft. Ich... Danke. Das ist krass. Siehst du, du bist ziemlich hart im Nehmen. Ja, aber ich glaube, ich werde nie wieder laufen können. Na los, ich weiß nicht, was meine Mutter da unten versteckt hat, aber das lässt du dir doch nicht entgehen, oder? Auf keinen Fall. Los, gehen wir. Okay, also wir haben noch 11 von den Dingern. Das ist gut. Lukas, hier. Hier habe ich meine Mutter sterben sehen. Aber Arthur meinte, dass sie noch am Leben ist, oder? Ja. Das ist der arme Lambert. Er muss den Hieb abgefangen haben. Sie lebt noch, aber... Aber sie... Ich weiß. Aber denk an deinen Bruder. Wir müssen weiter. Oh, geh doch einfach über den drüber, Mann. Hallo? Ja, toll. Und wohin müssen wir? Kannst du die Tür öffnen? Hallo? Ja, toll. Und nu? Verbuggt oder Absicht? Das ist hier die Frage. Ah, hier unten können wir noch rum. Lukas, folge mir. Hier ist auch Licht. Diese Stufen, es fühlt sich an wie früher. Das ist gut, denn wir sind auf deine Erinnerung von damals angewiesen. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich.
Gefährlich für Sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. Ach, da hinten sind die, okay. Ach, das müssen wir wegschieben. Aber dann kommen die Ratten rein. Ist das richtig? Und die kann ich nicht vorher entzünden. Ja, das ist ja klasse. Okay. Lukas, sieh mal. Sieht aus wie der Biss. Ein römisches Fresko. Sieht aus wie die Justinianische Pest. Laurentius hat mir davon erzählt. Ein wahrhaftiges Massaker. Schlimmer als jetzt? Schwer zu sagen. Das war im 6. Jahrhundert. Lukas, diese Bäder wurden im 6. Jahrhundert von einem römischen Gouverneur erbaut. Dieses Fresko ist nicht zufällig hier. Und wir auch nicht. Okay. Das heißt jetzt was? Dass wir das irgendwie nutzen können? Das ist, ja, okay. Also, wir müssen auf jeden Fall da vorbei. Das Problem ist nur, wenn wir das öffnen... Ratten, Amicia! Wenn du sie mit dem Licht auf Abstand halten würdest, könnten wir loslegen. Ja, was heißt mit dem Licht auf Abstand halten? Immer wieder drauf feuern kann ich ja nicht, weil die wollen ja nicht, dass ich drauf feuere. Oder kann ich von hier aus vielleicht drauf feuern? Aber das geht auch nicht, oder? Das geht auch nicht. Hm. Ist auch nichts, was ich nutzen könnte. Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich bei diesem Versuch sterben. Aber was soll ich machen, ne? Hilfe beim Schieben! Nun denn! Ja, so viel denn dazu. Hat ja toll geklappt, das da drauf zu werfen. Geil! Ja. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für Sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit. Und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. So, ihr Ratten. Achso, das müssen wir jetzt auch nochmal sagen, ne? Lukas, sieh mal. Sieht aus wie der Biss. Ein römisches Fresko. Sieht aus wie die Justinianische Pest. Kann man das abkürzen? Oh. Laurentius hat mir davon erzählt. Ein wahrhaftiges Massaker. Kann man wohl nicht. Schlimmer als jetzt? Schwer zu sagen. Das war im 6. Jahrhundert. Lukas, diese Bäder wurden im 6. Jahrhundert von einem römischen Gouverneur erbaut. Dieses Fresko ist nicht zufällig hier. Und wir auch nicht. Stimmt, ich habe da gar nichts bekommen. Das heißt, eigentlich war es jetzt Blödsinn. So, ja, aber ich habe doch entzündet Glut und lenkt Gegner ab. Mensch. Die Ratten eliminiert. Oh nein, oder? Dein Ernst jetzt? Kann ich das denn dann da drüber schmeißen? Mensch. Das kann ich erst mal Ratten, Amicia! Wenn du sie mit dem Licht auf Abstand halten würdest, könnten wir loslegen. Ja. Da gucke ich auch direkt nochmal nach. Aber ich gucke mal eben, nachdem ich das gemacht habe, ob ich hier noch was... Achso, die Dinger kann ich nicht einsammeln. Okay. Vielleicht kann ich das ja da drüber hauen. Die wollen sowieso alle zu mir kommen. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Das kann ich da drüber hauen. Ja, geil.
Ja. Hätte auch anders laufen können. Okay, da habe ich jetzt zwei vereinzelte Ratten. Das ist natürlich jetzt trotzdem ein bisschen... Na, jetzt kommen ein paar mehr Ratten. Das ist trotzdem ein bisschen doof. Aber ich kann doch mal welche machen. Das ist natürlich jetzt doof für die paar Ratten. Ich weiß nicht, ob die mich jetzt kaputt machen können. Wahrscheinlich eher nicht, oder? Normalerweise müsste ich da so durchlaufen können. Aber ich bin mir nicht so sicher. Aber die laufen rechts, links. Die laufen in alle Richtungen. Das ist nicht gut. Hallo, ihr Ratten. Geh mal weg da. Kommt ihr alle mal zu mir, bitte? Ja, das ist nett. Das ist ganz nett. Wenn ihr jetzt noch hier bleiben könntet, bitte. So. Ich glaube, jetzt habe ich alle von euch erwischt. Ich hoffe es zumindest. Ja, okay. So, dann hilf mir mal. Unverzüglich. So, das ist gut. Sonst haben wir nichts. Das ist schlecht. Okay. Ich kann aber noch einmal... Ich kann noch einmal machen. Ich würde sagen, ich mache zur Not auch erstmal was. Und dann gehe ich wieder auf das Feuer. Ja, ihr verlausten Racker. Soll ich euch... Ich glaube, ich soll euch aber wirklich kaputt machen, ne? Weil anders kommen wir nicht an euch vorbei. Aber nicht damit. Moment. Kommt ihr alle zu mir? Hallo, ist auch die hinteren bitte. Kommt zu mir. So, ich hoffe, ich habe jetzt alle erwischt. Das okay. Ist das Sudatorium. Hier kamen die Römer her und haben geschwitzt. Dank des Dampfes, ja. Es war... Oh, sieh mal, diese Skulpturen. Was? Alchemistische Tiere. Fäulnis, Reinigung, Vereinigung und Sublimierung. Das Symbol im Becken steht ebenfalls für Fäulnis. Diese Symbole haben mich immer fasziniert. In den anderen beiden Becken sind noch mehr. Drei Symbole, vier Skulpturen. Unter dieser hier brennt ein Feuer. Also können wir die anderen auch entfachen. Wir müssen doch irgendwie an sie rankommen. Also, nur um das klarzustellen, ich muss nicht in so etwas hier reingehen, weil ich schwitze auch so schon. Wir haben nämlich über 30 Grad. Die Schlange. Von der bekam ich immer Albträume. Der Löwe. Oh, Leon, mein armer Hund. Ich hoffe, wo du jetzt bist, geht's dir gut. Lukas, noch ein Fresko. Eine schwangere Frau. Aber das ist nicht alles. Sieh mal, neben mir. Das ist so ein Destillierapparat, oder? Ist sie eine Alchemistin? Genau. Die Alchemie wurde oft mit der Schwangerschaft verglichen. Und der Schmelztiegel oder Brennofen mit dem Mutterleib. Oder sie ist einfach nur eine schwangere Alchemistin. Nicht einfach nur. Dieser Tempel gehörte deiner Mutter. Und es ist kein Zufall, dass wir hier eine Frau sehen. Dieser Ort ist wichtig. Wahrscheinlich hast du recht. Da, neben dem Symbol. Die Platten haben nachgegeben. Ich denke, du kommst da durch. Ich gehe runter. Du bleibst hier. In Ordnung. Ja, bestimmt. Ich guck mal jetzt erstmal das Bild an vorher. Der Schwan. Imposant und anmutig. Okay, dann muss ich wohl runter. Wieso muss ich runtergehen, wenn die Platten nachlassen? Und jetzt? La 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 la. Ach so, ich verstehe. Ich verstehe, aber es gefällt mir absolut gar nicht. Oh, na toll. Hey, wie sieht's da unten aus? Ein Nest. Sie wuseln um mich herum. Und ich kann nichts sehen. Ja, ich kann wirklich nichts sehen. Das heißt, ich werde jetzt wohl sterben, weil ich keine Ahnung habe, in welche Richtung ich gehen muss. Oh Gott.
Ja, macht euch schon mal darauf gefasst, dass ich jetzt wohl nicht überleben werde. Los, gehen wir. Ich versuche dich zu führen. Und wie willst du das anstellen? Mit dem Licht. Ich warte in der Nähe der Becken. Viel Glück. Okay, das hast du schon mal scheiße gemacht, Junge. Ich bin nämlich falsch gelaufen. Okay. Ah. Jeder Versuch wird tödlich enden. Da du mir ja jetzt keine wirkliche Hilfe bist, ich möchte hier hoch, bitte. Dein Ernst jetzt? Oh Gott. Okay. Ja. Hey, ich sehe dich nicht mehr. Komm zurück. Alles klar. Okay, also darum scheint es gar nicht zu gehen. Ah. Dann probieren wir jetzt mal die andere Seite aus. Ich komme zurück. Hä, wie soll ich denn dann dahin? Das sind doch die einzigen Ecken, wo ich rumlaufen kann. Ich weiß, dass ich jetzt so sterben würde. Da muss ich rüber. In Ordnung, ich gehe weiter. Siehst du irgendwas? Ja, das ist die Reinigung. Ein Symbol müssen wir noch zum Leuchten bringen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Da hinten kann ich drüber steigen. Also ich hoffe, dass ich dann darum muss. Schnell ich kann. Das Symbol ist erschienen. Das ist die Sublimierung. Alle Becken sind erleuchtet. Du kannst zurückkommen. Sehr gut. Ich muss hier raus. Ich habe nur keine Ahnung wie. Danke, Lukas. Rede weiter mit mir. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen. Dass ich hier landen würde. Laurentius hat mir die Welt mit Büchern vermittelt. Aber die Realität ist noch mal was anderes, oder? Das ist das Schlimmste. Nichts scheint wirklich real zu sein. Jetzt lass mich aber auch wieder zurück und, wo kam ich denn jetzt her? Moment. Oh, oh. Ich hoffe hierher. Okay, hier war es nicht. War es doch links. Also da müsste ich dann theoretisch hin. Geht weg, ihr kleinen Krabbel. Ach, verflucht. Viecher, okay, da war es vielleicht doch nicht. Ich bin doch von da rechts gekommen. Hä? Oder muss ich da links rumgehen? Ach, da muss ich links rumgehen, okay. Okay, okay. Da, genau. Fäulnis, Reinigung und Sublimierung. Kröte, Schwan und Schlange. Also. Ach, hier oben fühle ich mich irgendwie besser. Versteckt unser Freund der Löwe etwas. Vielleicht in seinem Maul. Hilf uns, Mutter. Trau dich. Du hast ihr Geheimnis gelüftet, Amicia.
Du hast es dir verdient. Oh, das ist so dunkel, das gefällt mir gerade gar nicht. Hier ist es stockfinster. Es scheint riesig zu sein. Spar dir die Munition. Ich kümmere mich darum. Na bitte. Das ist aber nett von dir. Und was siehst du? Ergänzungsmittel, Stabilisatoren, Reagenzien, Edelmaterialien, dem weitaus überlegen, was wir im Schlafzimmer gesehen haben. Das ist es, Amicia. Gut, gut. Okay, er macht doch weiter. Amicia, diese Notizen, das ist die Handschrift deiner Mutter. Versuchte eine neue Transmutation, doch das Elixier ist unvollständig. Die Fackel des Trägers verschwindet und lässt meinen Sohn in der Finsternis der Makula. Sie war auf der richtigen Spur, Amicia. Was wir suchen, muss hier irgendwo sein. Aber wo? Und wie sieht es aus? Da ist doch was. Noch ein Fresko. Ein Kind in den Armen seiner Mutter. Aber diese Zeichen auf seinem Oberkörper, Lukas. Die Prima Makula. Aber dieses Fresko ist mindestens 800 Jahre alt. Und doch ist es zuvor geschehen. Aber wie viele Male? Wer weiß. Sanguinis Itinera. Die Wege des Blutes. Die Makula bahnt sich einen Weg durch die Geschichte. Sie hat die Welt bereits verändert und wird es wieder tun. Hier, auf dieser Schachtel prangt ein Phönix. Das Symbol eines alchemistischen Meisterwerks. Amicia, das muss es sein. Öffne sie. Nun gut. Und wie? Ach so, oh, der meint gar nicht die, wo der hingezeigt hat. Lukas, sieh mal. Fortgeschrittene Kristallisierung, blaugrüner Rand, klare Substanz. Was? Lukas! Ambra-Geruch, unglaublich. Na, red schon! Was soll das sein? Das Elixier für Hugo. Sie machte Fortschritte, hatte aber keine Zeit, es fertigzustellen. Du meinst, dasselbe Elixier, das du... Ja! Einfach unglaublich, wie weit sie ohne das Buch gekommen ist. Also können wir es vielleicht nutzen, Lukas? Mit dem Buch und meiner Vorarbeit? Ich denke, ich sollte es fertigstellen können. Du bist ja schon mittendrin, Magister. Warum hat sie nichts gesagt? Ich hätte es verstanden. Ich hätte... Au! Ich hätte dasselbe getan, Amicia. Sie war eine Alchemistin. Und weißt du, eine Mutter beschützt ihre Kinder, oder? Irgendwie habe ich das gewusst. Oh nein, nicht jetzt! Wie kommen wir jetzt hier raus? Denk nicht dran! Vollende das Elixier. Ich halte sie zurück. Das glaube ich nicht. Warum jetzt? Lukas, wir müssen uns beeilen. Ich lese. Deine Mutter stand am Sonntor. Sie wusste jedoch nicht, wie man sie entzündet. Ach, das ergibt keinen Sinn. Das sind Symbole. Sie suchte nach dem fehlenden Element, doch das Buch sagt, du musst das Gefäß leeren, sehen wir mal, damit der Spiritus es füllen kann. Deine Mutter lag falsch. Wir müssen nichts dazugeben, sondern das Elixier filtern. Such etwas Einweichmittel, während ich die Mischung zubereite. Sie muss hier welches haben. Einweichmittel? Was ist das? Wo finde ich das? In der Pharmakopö. Der Alkuchen mit dem Vorhang. Schon unterwegs. Der Vorhang, da ist es. Ah, okay. Immer mit der Ruhe. Laurentius pflegte zu sagen, beruhige deinen Herzschlag, denn deine Hände folgen deinem... Das sind zu viele. Das sind zu viele Gefäße, Lukas. Ich weiß nicht, welches das Richtige ist. Nimm das, das am meisten stinkt. Alle stinken. Ich weiß nicht, ob meine Nase das untersteht. Was ist das? Keine Ahnung. Riecht nach gar nichts. Oh Gott. Lukas, ich hab... Sehr gut, bring es her. Sie kommen zurück, sie gruppieren sich neu. Dieses Geräusch, das gefällt mir überhaupt nicht. Weiter, wir haben es fast geschafft.
Ich komme! Stell es hier hin. Gut, dann wecken wir mal den Phönix. Vorsichtig, nicht zittern. Wir dürfen nichts vergeuden. Sie kommt zurück! Leicht verändert. Gut, aber nicht gut genug. Du meintest, dass wir etwas filtern müssen. Warum gibst du dann noch mehr dazu? Man muss zugeben, um filtern zu können. Das Feuerbecken, Amicia. Mach mir den Weg zu den Destillierapparaten frei. Na schön, auf zu den Destillierapparaten. Was für ein Feuerbecken? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Zeig mir das Y. Amicia, sie werden das Feuerbecken löschen. Auf keinen Fall. Okay. Das meint er mit Feuerbecken. Okay, jetzt habe ich verstanden. Lukas, pass auf! Verzieht euch! Wohin? Achso, das ist das gar nicht, okay. Aber sie werden den Lauf der Geschichte nicht verändern. Ach, er macht das. Okay. Zurück an die Arbeit. Oh, Lukas, mach bitte keine Dummheiten, ja? Ich weiß, was ich tue. Zumindest denke ich das. Außerdem gibt es kein Zurück mehr. Sei einfach vorsichtig. So, zuerst fangen wir das hier an. Dann erwärmen wir die Kupferschüssel. Lassen die Flüssigkeit im Inneren zirkulieren. Na los! Die Wahrheit wird aus dem Munde fließen. Komm schon, gib mir deinen reinsten Alkohol. Na also, das Ach, der wollte Alkohol machen. Amicia, bring mich zurück. Sofort. Komm, schneller. Ich habe es geschafft. Und es scheint, als wüssten sie... Wir dürfen keine Zeit verlieren. Dann bitte. Nach dir. Okay. Lukas, du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Laurentius wäre stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Danke. Zumindest wissen wir jetzt, wenn das Elixier mit den Ratten zu tun hat, sind sie auch mit dem Träger verbunden. Ja, aber jetzt, Lukas, müssen wir erst einmal Hugo retten. Sie sind da! Unser Alchemist in Spee hat ein Wunder vollbracht. Wir haben das Elixier. Ich wusste, dass du es in dir hast. Danke. Kommt, gehen wir jetzt zu Hugo.
Hugo, du schläfst ja gar nicht. Hey, sieh mal, wir haben es, das Elixier. Lukas sei Dank. Hier, Hugo. Es könnte etwas bitter sein. Spielt keine Rolle. Runter damit. Sehr gut. Bin ich jetzt geheilt? Also... Auf jeden Fall fühlst du dich bald besser. Amicia, werden wir Mama nie wiedersehen? Oh, Hugo, du weißt doch, sie... Sie kommt nicht wieder. Nein. Und sie muss nicht leiden, wo sie ist? Nein, nein, natürlich nicht. Legen wir uns schlafen. Und morgen, wenn du aufwachst, wirst du dich viel besser fühlen, ganz sicher. Kapitel 13 Buße. Amicia, Amicia, Roderick war mit der Schleuder tatsächlich besser als Arthur. Das ist nicht wahr, er hat die Linie übertreten. Du bist einfach schlecht. Ach, streitet ihr schon wieder? Ach, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Du willst mir was Hugo? Von Regeln erzählen? Sag ich ihm auch immer. Habt ihr Hugo gesehen? Hugo! Hey, wo Hugo? Steckst du, Kleiner? Hugo! Hugo! Oh nein, er ist weg. Mein Kopf. Oh. Sachte. Ganz langsam. Nicht anhalten. Weiter. Hugo! Wo kann er nur hin sein? Okay, wo sind meine ganzen Substanzen und alles hin? Denk nach, Amicia. Denk nach. Ist das ein Dorf? Hier? Hey, wartet! Hat jemand ein Kind vorbeikommen sehen? Bitte! Oh, Amicia. Fühlst du dich besser? Wie geht es dem Kleinen? Clairvy? Seid ihr das? Habt ihr Hugo gesehen? Hast du ihn wieder angeschrien? Nein, überhaupt nicht. Die Zeiten sind hart, da muss man sich nicht auch noch streiten. Aber wir haben uns nicht mehr gestritten. Amicia, ein Kind läuft nicht ohne Grund davon. Öffnet die Tür, ich werde ihn finden. Na schön, aber sei vorsichtig. Oh. Ein bösartiger Wind kündigt sich an, Amicia. Zum Herstellen gedrückt halten. Also ich kann es auf jeden Fall noch herstellen. Ich verstehe dann aber nicht, warum ich... das andere kann ich zum Beispiel löscht Feuer. Das kann ich alles nicht benutzen. Was ist das? Was geht hier vor? Amicia, ich habe auf dich gewartet. Komm mit mir. Laurentius, seid ihr das wirklich? Wo ist Hugo? Er
Er ist fort. Ich wusste, dass das geschehen würde. Ich habe mich doch um ihn gekümmert. Warum hat er dich dann verlassen? Ich weiß es nicht. Ich habe alles getan, um ihn zu beschützen. Sogar schreckliche Dinge. Blut vergießt sich so leicht. Aber zu lieben, zu beschützen. Ich werde ihn finden. Dann geh und bete, dass noch genug Zeit ist. Mama, da draußen ist ein Geräusch. Hugo, das ist er. Mutter? Amicia, komm her. Ja, Mutter. Dein Bruder ist hier. Wie geht es ihm? Er ist zurückgekommen, weil es ihm nicht gut geht. Aber ich habe alles getan. Du hast ihm die Wahrheit verschwiegen. Aber... Seine Gefühle, Amicia. Ich hatte dich gewarnt. Lass mich zu ihm. Er will dich nicht sehen. Mit wem redest du, Mama? Ich muss zu ihm. Er braucht dich nicht mehr. Das ist gelogen. Dann geh. Sieh selbst. Hugo, geht es dir gut? Nein. Was ist? Warum bist du weggelaufen? Warum hast du mir nicht gesagt, dass Mama lebt? Das war zu deinem Besten, Hugo. Das stimmt nicht. Du wolltest nicht, dass ich es weiß. Sag sowas nicht. Du bist eifersüchtig, eifersüchtig. Lass mich los. Hugo, nein! Michael, Ruhe! Hugo, wo bist du? Ich habe immer noch nicht alle Sachen. Das ist er. Ich will nach Hause. Hugo. Lass mich gehen. Er ist hier. Oh Gott sei Dank. Hör auf zu brüllen. Wo ist deine Schwester? Hm? Ich weiß es nicht. Ja, das gäbe noch mal eine schöne Prämie obendrauf. Oh, lacht nur, solange ihr noch könnt. Okay, die haben beide keinen Helm an. Das ist gut. Steh auf den Steinen, sehr gut. Ihr habt das! Amicia! Ich bin hier! Alles wird gut, Hugo! Es ist vorbei! Hey, geht es dir gut? Sie haben dir nicht wehgetan, oder? Nein! Aber warum bist du davongelaufen? Ich hab Mama gehört, sie hat nach mir gerufen. Das muss ein Albtraum gewesen sein, nichts weiter. Ich dachte wirklich, dass sie es war. Sie hatte Schmerzen und... Sie hat keine Schmerzen, wo sie jetzt ist. Darüber haben wir doch gesprochen. Aber... Sie ist fort, Hugo. Das musst du akzeptieren. Gehen wir zurück. Na gut. Wir müssen zurück zum Chateau. Sind wir denn überhaupt in die richtige Richtung am Laufen? Ich habe keine Ahnung. Hugo! Mama? Amicia, das ist Mama! Was? Es kommt von da drüben. Wir müssen gehen. Nein, du gehst da nicht hin. Aber warum? Lass mich los. Hugo. Ach, diese kleinen Mama. Brüder. Komm zurück. Nervtötender als ein Sack Flöhe, ehrlich. Mama, wo bist du? Nein, Hugo. Da, sie ist da drin. Mama. Hör auf, das ist sie nicht. Nein, nein! Hugo, ich brauche dich. Ich komme, wo bist du? Das ist nicht Mama, Hugo. Mama, ich kann dich nicht sehen. Nein, nein. Okay. Haltet den Mund, lasst mich gehen. Ich habe es für ihn getan und ich würde euch wieder töten. Ich würde euch alle töten. Nein, nicht jetzt. Hugo! Was tust du hier? Das Nein. ist doch kein Ort Sie für ein Nikolaus. Kind. Fass sie nicht Wo an! Wo ist deine Schwester? Nein! Hugo! Meine Lauf! Schwester? Weg von oh, ich ihr. Höre jemanden! Es ist niemand da. Ich laufe jetzt mal einfach da rein.